täytin. Isä poltti puisen veturin. Se saunapesän tuhkattiin. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Summer Car in Staffel 4. Schön, dass ihr wieder da bei seit Mittwoch Bergfest eine neue Folge steht am Start und wir wollen heute ein bisschen Kohle machen. Bevor wir aber loslegen, es gab wieder ein kleines Update. Gestern am 25.01.2022 gab es dieses kleine Update. Und wie ihr sehen konntet, wurden kleinere Fehlerbehebungen gemacht. Dann wurde hinzugefügt, dass der Kühlschrank jetzt kalt bleibt, solange die Tür während des Stromausfalls geschlossen bleibt, beziehungsweise nicht geöffnet, steht ja dort der Kraftstoffanzeige für Kanister und Boden und Mopeds. Kann man jetzt genauso einfach überprüfen. Und kleine zufällige Chance für einen Reifenschaden wurde hinzugefügt, also man kann jetzt sogar eine Panne kriegen. Ich freue mich. Und als letztes verringerte Wahrscheinlichkeit, dass die Sicherung während eines Sturmes durchbrennt. Also das wird ein bisschen zurückgeschaltet, wenn wie jetzt hier wieder so ein Sturm ist, dass die Sicherung nicht einfach so schnell durchknabbert. So, ich würde sagen, wir legen los. Wir haben ziemlich schon nach Mittag in Game. Das heißt, bis 4 Uhr würde ich schon gerne geschafft haben. Wir haben es jetzt 12:45 sogar schon. Ich würde gerne bis um 4 die zwei Kunden hier drin geschafft haben. Würde mit euch da zusammen hinfahren. Und die restlichen Kunden machen wir mit einem passenden Schnitt, würde ich sagen. So. Kanister und so habe ich auch mit zum Volltanken. Wir müssen aber erst natürlich Geld machen, ne? Das geht vor. So, komm mal. So viel Zeit haben wir nicht. Das wird wieder ein Wettlauf gegen die Zeit, dass wir es bis um 4 schaffen. Weil alle 5 Güllekunden schaffen wir leider nicht. Deswegen hier in der City die 2 machen, dann abgeben und dann hast du noch Platz für die restlichen 3 Güllekunden. So, und ich hoffe, dass mit der Reifenpanne trifft der eigentlich nur quasi auf unseren Satsuma zu. So, ich fahre jetzt mal im Lowe, weil ich habe noch die Taschen voll. Let's go. Nicht lang schnacken. Heute nicht viel Zeit hier. Heute ein bisschen Stress. Aber wir kennen das ja natürlich schon mit dem Gülle abpumpen und so. Deswegen, dass es auf 2 Folgen wieder verteilt. Ungern. Deswegen würde ich das schon gerne in eine Folge packen. Ich habe so das Gefühl, dass wir das natürlich von der Zeit für eine normale Let's Play-Folge natürlich wieder nicht schaffen werden, aber ja. Shit und happens. Sind ja Brüder, hab ich gehört. So, 3 Stunden haben wir noch Zeit. Ich müsste ja auf Low schalten. Auf High schalten. So. Jetzt geht wieder das ganze Gebimsel mit dem richtigen Parken los. So. Relativ nah hier dran. Da hinten ist ja jetzt dieses Gülle-Ding. So, jetzt ein Stück gerade hinter. Ein hin und ein her, ein hin und ein her. So, stopp. Ich bin immer noch dafür, eine Rückfahrkamera zu bekommen. Alles okay. Wieder ein Gefriemel mit der Hose rauszuholen. Also den Schlauch ist natürlich auf Englisch gemeint. Ja, so, rein in den Putz. Das ist der. Ich wollte gucken. Immer gleich Feuer anmachen, damit man es dort auch wirklich absaugt. Weil sonst ist den Schlauch wieder sinnlos raus. Und das hier. Ja, yes. Jetzt sieht es ab, jawohl. So, Schlauch hinterher. So. Und die Nacht habe ich ganz gut überlebt, obwohl wir ja den Hunger hatten. Aber dank des Hinweises von euch mit Chips konnten wir den Hunger stillen. Das Einzige, was wieder gestiegen ist in den roten Bereich, war der Durst. Aber wir haben ja zum Glück Wasser. War jetzt kein Stromausfall, dass kein Wasser fließt. Daher konnten wir wunderbar uns auch da retten. Also da ist auch alles gut. So, jetzt haben die alle solche komischen Kastenwagen hier. Interessant. So,
Ich muss ja noch meine Gastfreundlichkeit hier. Na, Gastfreundlichkeit nie, aber Kundenfreundlichkeit hier zeigen. Grüß dich. Ja, geht doch. Kriegst immer noch deine Bluse von der Oma, ne? So, ach, ist immer so laut. Komm, mach hin, mach hin, mach hin. Wir haben heute nicht viel Zeit, tut mir leid. Aber hier, der macht pünktlich zu, ne? Eine Minute nach 16 Uhr ist Feierabend, dann da sitzt er noch drinne. Aber, der sagt gern, nee. So, komm her jetzt mit dem Mannis. Gib her mit der Kröte. Hol her. Jetzt. Aber jetzt, komm. Zat, zat, ziemlich zügig. Ich seh mich am Arsch legen. Hör auf rum am Glühstängel zu ziehen. Gib mir die Mannis. Die Mannis? Die Mannis, die Moneten, ja, endlich. 1200 Marker, neuer Kunststand 1666. Erstmal schnell ausmachen. Das muss alles heute so schnell gehen. Und drin geschoben, das Ding. Erstmal entspannt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Schlauch rauskriegen, ohne lange rumzufummeln. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Wo macht die Hose aus? Dem Loch. I love it. So, ich höre den Cousin schon wieder. So. Ja, ich muss ein Stück vorziehen. Ich muss ein Stück vorziehen in den LKW, das ist, sonst hast du keine Chance. Da fällt er dann immer wieder rein. So viel auch wieder nicht. Macht dann den Satz nach vorne, ne? Ich hoffe, das Ding ist nicht gerissen. Puh, Glück gehabt. Doch sehr elastisch, das Ding. Ja, komm mal. Keiner hat gesagt, dass du loslassen sollst. Einfach nur rausziehen. Den Deckel müssen sie mal selber ordentlich drauf machen, ne? Ich habe leider keine Zeit. Wettlauf mit der Zeit. Wettlauf mit der... Hallo? Oh, ich habe das... Anfängerfehler. Man muss immer erst den Anfang drauflegen. Na klar, wer kennt's nicht. Kalimba Bimbalim haben wir gar nicht mehr an hier. So, ab. Fisch habe ich rausgehauen, alles klar. Stimmt, in der nächsten Folge will ich dann auf der Heimreise nämlich die Oma besuchen. Damit die Mission mit dem Fisch auch weg ist. Und zwei Fische sind in unsere Falle getappt. Ist jetzt auch nicht so viel, ne? Ich habe auch mit mehr gerechnet. So, das ist der nächste Kunde. Wie spät haben wir es? Kurz noch um zwei. Könnten wir schaffen. Danach ist es eher entspannt, weil dann wird es eh erst am nächsten Tag. Daher Stress jetzt und die restlichen Kunden sind dann entspannt. Ja. Fertig ist, fahren wir den einfach ein Stück vor. Wir haben es gesehen, wie elastisch er ist. Jetzt keine Experimente hier mehr, sondern einfach den Schlauch in die Butzenei. So ist gut. Zack. Ausziehen. Hydraulik an. Ja. Et funktioniert. Ja, ja, bleib entspannt. Es ist deine Kacke immerhin. Warum immer so übertreibt, ey? Noch nie so eine schwarze Kacke gesehen, ehrlich gesagt. Aber ich würde mich, glaube ich, doch nur übergeben bei so einem Job, ey. Ja, na komm, das Knoll noch mit hinterher. Das Knoll noch mit hinterher. Sehr gut. So, der Herr, ich grüße Sie. Sie haben gerade getrunken, da kann ich Sie ja erstmal grüßen. Hallo. Also,
ein Arroganter, ne? Aber wirklich so ein Arroganter. Jetzt? Ja, geht doch. Meine Güte, ey, so was Unhöfliches wie sie habe schon lange nicht mehr erlebt. Ich sehe schon, wir sind echt jetzt schon fast an der Folgenlänge dran. Das wird schwierig. Und wir packen dann noch einen Kunden drauf. Die restlichen dann am Freitag plus Rückkehr mit Oma. Können wir auch machen. Nein, wir bleiben bei dem Plan, wie es ist. Wir machen alle Kunden heute. Und in der nächsten Folge am Freitag geht es dann zurück Richtung nach Hause mit Zwischenstopp bei der Oma. So bleibt der Plan. So, her mit den Maneten. Nicht so viel nuckeln. Money raus jetzt hier. Wir haben es jetzt schon. 2:30, es wird eng. Komm. Der will auch bezahlt werden. Komm. Ja, noch einmal ziehen und dann raus mit den Maneten. Jetzt. Facepalm, meine Güte. Gib doch mal die Maneten jetzt raus. Na, geht doch. 1300 Marker. Neuer Kontostand 2866. So, irgendwas zwischen 600 und 800 bezahlen wir, glaube ich, jetzt für die Entladung, glaube ich, ne? Da haben wir wieder unseren lieben... Ne, wir müssen ein Stück vorfahren. Gülle-Entlademeister, der dann immer sagt, jetzt, wo ich gesehen habe, wie elastisch der Schlauch ist, bin ich ganz entspannt, was das Rausziehen angeht. Ja. Zack. Hey, meine. Brrr. Bleib entspannt. Ich will dir nur helfen. Hör auf rumzuzappeln. Bist du denn im Kloster, ey? So. Ja, das muss ich selber machen. So. Wieso kann ich jetzt nicht mehr sprinten? Ist das Ding so schwer geworden? Also. Mach's gut und das nächste Mal. Ja, machst du das gleich so. Ja. Rennen in den Butz. So, um 3. Sehr gut. Perfekt. Dann hat er noch offen. Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet, dass wir es nicht schaffen. Direkt gleich zum Gülle-Entlademeister. Und dann, wie gesagt, mit dem passenden Schlitten machen wir noch die restlichen 3 Gülle-Kunden heute. Jetzt haben wir keinen Zeitdruck mehr. Die schaffst du ja wirklich jetzt nicht in der 1 Stunde. Deswegen ist dann in-game am nächsten Tag erst die Abgabe. Was wir dann in der Freitagsfolge machen werden. Dann fahren wir, wie gesagt, Richtung nach Hause. Zwischenjob noch bei Oma. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Cash in the Tash. Aber ich freue mich, dass wir endlich mal den Wettlauf gegen die Zeit gewonnen haben. So, machen wir das Brett auf. Lassen so, wie es ist. Oh Gott. Ja, ja. Dann gucken wir mal. Ja, scheiße, aber ist schon ewig. Ja, ja. Ja, 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 lass mal gucken, was es kostet. Scheiße ist scheiße. 687. Und dann zahlen wir mal was über 1000, glaube ich, ne? Ich muss mir das mal aufschreiben. Moment. Hab da Bar mit mir. Halt die Klappe, Mann. Ich bezahle da gleich. 687, wie man da ausrechnen will, was es kostet insgesamt. So, jetzt müssen wir hier 18 machen, wieder in die Kasse hier, oder was? Ne, das war hier nicht, das war bei Vletari. Bei dem musst du einfach mal hier Maus bewegen und klicken. Na, da war's. Neuer Kontostand 2179 Maga. Mach's gut, bis morgen. In-game gesehen. Ansonsten bis Freitag. So. Brett einmal auf. Brett einmal zu. Brett einmal zu, danke. Sie lösen. Achso, das war gar nicht. Mein Fehler. Wie immer mein Fehler. So.
Das kannst du einfach mal lösen. Zack. Das müsste reichen. Zack, zack. Jawohl. Let's go. Ja. Boah. Huh, das stinkt. Huh. Huh. Wenn zwei Gedärme sich hier auf gemischen und lernen. Hulalalala. So. Das hätten wir. Fantastico. Gut, dann würde ich sagen, düsen wir direkt los. Ab zum nächsten Güllekunden mit einem porzellenden Schnitt, würde ich an dieser Stelle sagen. Falls das passieren sollte, natürlich wie immer, hole ich euch mit dazu. 20 Minuten später. So, Handbremse. Da sind wir schon wieder. Für euch nur Sekunden. Ja, das ist Blast. Das Blast so. Ja, ja, ist klar. Zack. So, mir ist übrigens auf dem Weg hierher eingefallen, wir müssen auch noch einen weiteren Stopp in dieser Folge mitmachen. Jetzt nicht nach dem, sondern nach dem anderen Kunden da hinten. Bei Jocke. Da haben wir mal den Killio mit. Da gibt's ja extra Money. Extra Money. Die dürfen wir nicht vergessen. So. Rin hier, come on. Sehr schön. Dim, 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 dim. Das sieht aus wie ein Sauhaufen hier, der. Der Fledari, der räumt doch nicht auf. Grüß dich. Aber alle, die so ein blaues T-Shirt dann haben, ne? Ego-Mann vor den Herrn. Ja, Prost Mahlzeit, ehrlich. So. Wir müssen auch nochmal gucken, ne? Wegen dem Spoiler für unseren Ricochet. Also den einen vorne, den haben wir ja hier gefunden gehabt. Und die Aussagen, sind unterschiedlich, wo man noch einen finden kann. Die einen haben sogar geschrieben, hier, das bezweifle ich. Ich bleib mal lieber jetzt hier bei dem Kunden. Das ist mir zu heikel jetzt gerade. Beim Onkel oder sonst woanders, ne? Nein, nein, nicht so laut hier, ich geh wieder. Der Durst steigt. Habt ihr irgendwas zu trinken hier? Ne, ne, eine Pumpe habt ihr nicht. Der erste, letzte Kunde. Ne, das wird ja wieder spannend. So, Money bitte. 1200 Marker, jetzt sofort. Bar. Cash. Nur Bares ist Wahres. Na komm, was? Jetzt. Das war der letzte Schluck, mein Freund. Money, jetzt. Ja, dann ziehst du nochmal. Los jetzt. Herr mit den Moneten. Na geht doch. 1200 Maga. Sehr, sehr glücklich darüber. Freut mich. So, neuer Kontostand 3379 Maga. Es ist sehr laut. Boah, so. Jetzt entspannt. So, ich ziehe jetzt hier. Ach ne, wir müssen glaube ich noch ein Stück vorfahren. Ich ziehe jetzt hier dabei den Schlauch raus. Wir sehen uns dann quasi gleich beim nächsten Kunden. So. Wie gesagt, beim Schlauch rausziehen vorstauen verpasst ihr ja nichts, ne? Ein paar Sekunden später. 12 Sekunden später. Eine Ewigkeit später. So, Leerlauf, zack. Ja, gerade so. Okay, das können wir so lassen. So, ihr wisst ja schon, wir müssen erstmal einen Schlauch lösen, aber jetzt hier nicht reinfallen, das war richtig mies. So, vorletzter Kunde. Nächster Stopp ist dann, wie gesagt, bei Jocke. Den Kilo noch verkaufen. Ja gut, 8000 könnte man dann auf die Kralle haben, ne? Wir sind jetzt hier überhaupt der Anfang. Ich sehe gerade gar nicht durch. Okay, ja, das zeigt sich schon automatisch. Alles klar. Das war drin, das stinkt doch aber hier, du noch Kacker. Ist auch Gülle, Mann. Komm, weiter rein, weiter rein. So. Weil hier haben wir ja alles mit. Haben wir ja alles mit. So, mein Freund. Grüß dich. Ja, guck mal, der ist höflich. Obwohl der das blaue T-Shirt dann hat. Du hast jetzt aber auch keine Wasserpumpe, ne? Dann hat der, das ist so eng hier drinnen, ne?
Das ist so eng hier drin. Oh, jetzt wird's. Jockert, nicht letzte Kunde. Jockert hat doch auch einen Wasserhahn, Mann. Also so eine Wasserpumpe. Da können wir ganz entspannt sein. Dann schauen wir das easy peasy. Oh, ist das laut. Also für mich, ich glaube, für euch geht's eigentlich. Aber für mich ist das extrem laut. So. Na komm, einmal trinken, einmal rauchen noch. Ist gestattet. Aber dann 1200 Marker. Money, Kohlen, Bares. Nur Bares ist Wahres. Ihr wisst schon. Ich habe gesagt, einmal nippen, ne? Nicht zweimal. Jetzt noch an der Kippe. Das sind die Alkoholiker. Das sind sie. Guckt euch an. Was hat denn jetzt gescheppert? Es scheppert irgendwas, ne? So, jetzt die Manne her. Komm mal. Alle guten Dinge sind drei. Ich hab's verstanden. Jetzt her mit den Moneten. Na, geht doch. 1200 Marka. Neuer Kontostand 4579. 5700 hätten wir dann. Dann waren wir dann bei 8900 ungefähr, ne? So. Auch hier wieder selbe Spiel, ne? Schlauch einholen. Ach, ich muss ein Stück vorfahren. Schlauch einholen und wir sehen uns dann beim nächsten Kunden, hätte ich was gesagt, aber wir halten erstmal zwischendurch noch bei Jocke, ne? Auch nochmal extra Money machen. Irgendwann später. So, da sind wir bei Jocke. Wir sehen es schon entgegengekommen. Das heißt, wir haben erstmal hier freie Hand, um hier alles in Ruhe zu managen. Jocke, altes Haus. Grüß dich. Ich geb dir schon mal. Ne, ich geb dir noch nicht. Ich muss erstmal was trinken. So. Sonst falle ich hier bald vom Stamm der. Ja, sehr gut, das sollte reichen. So, pass auf. Ich grab wieder super duper Zuckerwein. Probier aus. Ist ja nichts anderes gewohnt von uns. Super gut, Zuckerwein. So, was bietst du? 170 Marker, perfekt. So, dann geht's los. Zack, raus. Stapelt sich, glaube ich, alles. Also den Fisch, den brauchen wir nicht raushauen. So. Da hast du wieder was drunter geschmissen, Jocke. Ich helfe dir mal. Irgendwie sind wir so ein halber Pflegedienst für den immer mit, ne? So. Die Oma ist auch schön. Die Frau von dem meckert auch wieder rum. Die ist eigentlich nur am Rummotzen. So. Bitte hier oben bleiben. Dankeschön. So. Der war aber schon oben, der auch schon. Das zählt damit. Und damit würde ich sagen, gucken wir mal. Wait a minute! Nee, oh, das waren nicht. Waren es keine 19 Flaschen? Normalerweise fehlen aber ein paar Flaschen. Ja, okay, wo. Hier guck's an. Der Bescheiß, der setzt sich mit dem Arsch drauf, du. Ey, sag mal, was ist denn los mit dir? Ich glaub's ja wohl nicht. Mit Timer fing's an? Rüffle, Dari, der Stadt bescheißt sowieso. Und er setzt sich drauf in der Hoffnung, dass es nicht auffällt. Kleiner Arschkrampe. Guck an, jetzt passt nämlich 3230 Marker. Danke, mein Freund. Auch für den versuchten Beschiss. Neuer Kontostand 7809 Marker. Auf zum letzten Kunden, dann haben wir es geschafft für heute. Wir haben ordentlich Cash in den Tisch gemacht. Inzwischen. So. Einmal raus. Ja, das sieht gut aus. So. Raus damit.
Einmal so habe ich gesagt und einmal hier rausziehen bitte. So. Und jetzt, ja. Letzte Runde. Dann haben wir es geschafft für heute. Wir sind ja schon wieder bedeutend über die Zeit, ne? So, ich ziehe jetzt hier mal. Mal gucken, wo der Anfang ist. Da hinten ist der Anfang von dem ganzen Knäuel. Boah, wenn du so einen riesen Schlauch und dann noch einen riesen Knoten da drin hast. Eine gute Nacht, ne? Kannst du mal jetzt? So. Einfach. Irgendwie sind die Ränder jetzt total verpackt. Du kannst den Schlauch durchziehen, beziehungsweise bleibt das hängen, ne? So, komm mal. Schlauch rein jetzt hier. Sehr gut. Letzter Gründer, da waren wir richtig gut erfolgreich. Grüß dich, mein Freund. Komm mir tat in den Sinn. Komm mir ja nicht in den Sinn, du. So, das wären dann 8000, waren sogar 9000 Marker, die wir da machen. Minus, sagen wir mal, 1200, sind wir bei 8000, 7000, wie jetzt eigentlich. Also der Kunde ist jetzt quasi die Kosten für die ganze Gülleentleerung aus dem LKW. Haben wir immerhin mal 7809 Marker. Warum nicht? So, 19 Uhr am Abend. Ja, haben wir doch gerade gut geschafft. So. Wie gesagt, düse ich jetzt gleich wieder zurück zur Gülle-Entladestation. Da hole ich euch dann am Freitag wieder zurück. Dann geben wir das ab. Gucken nochmal, wie viel genau Kosten es sind. Dann fahren wir Richtung nach Hause. Mit Zwischenstopp noch bei der Oma. Und dann haben wir diese Mission quasi dann auch abgearbeitet. Und dann müsste unsere Landkarte quasi schon wieder frei sein. So. Der Herr. 1200 Marker in Cash bitte. Ach, guck an. Vielen Dank. Neuer Kontostand. 9009 Marker. Aktueller Kontostand. Wie gesagt, müssen aber noch zwischen 1000, 1200 glaube ich sind es, noch abziehen. So. Dann ein letztes Mal. Ich versuch's mal so. Ein letztes Mal, das machen wir noch, komm, machen wir noch zusammen den Schlauch ausziehen. Dann haben wir die Gülle-Kunden auch geschafft. Ja, ne, ich fahr ein Stück vor, das ist mir jetzt so blöd. Wobei, wenn jetzt der Schlauch reißen würde, wäre das auch nicht so schlimm. Wir brauchen ihn jetzt gerade nicht mehr, ne? Aber er ist noch dran. So. Gut, dann würde ich sagen, sind wir aber jetzt langsam am Ende mit der neuen Folge von Mike is Summer Car in Staffel 4 am Mittwoch. Mit ganz viel Cash in the Tash. Am Anfang hatten wir ja ein bisschen so ein Zeitduell, was wir diesmal gewonnen haben. Und jetzt haben wir noch die restlichen Güllekunden auch gleich noch mitgemacht. Wie gesagt, über zwei Folgen das zu strecken. Nee, wir kennen es ja nun in- und auswendig, ehrlich gesagt. Und dann haben wir noch nebenbei... Ja, das meine ich. Guck, der zieht sich durch die Erde und hängt dann dort fest. Das ist irgendwie ein neuer Bug. Das ist richtig eklig. Oh Mann, ja. Und dann haben wir, wie gesagt, noch bei Jocke nur ein Kio verkauft. Was will man mehr? Jetzt hängt der Schlauch wirklich hier drinnen fest, ne? Das ist so... Oh, komm. Ja. Ja, komm. Ich weiß nicht, zieht er den jetzt... Hat er den jetzt draußen? Also dann draußen, gut. Ja, das ist das, was ich uns schon gesagt habe. Bisschen hier irgendwie... Das ist ein bisschen verbuggt hier. Warum auch immer. Gut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen, gerne kommentieren und auch gerne diesen Kanal kostenlos abonnieren. Was noch nicht gemacht hat, gerne auch weiterempfehlen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am Freitag zu einer neuen Folge wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Reinschauen, verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Nee, komm, du hättest jetzt mal mitmachen können. Mach's gut. Tidili.